Marco! Ist alles okay? Marco! Ich fürchte mal, das ist ein Nein. Gehst du die andere Seite? Ach, und du hast wahrscheinlich hier unten alles schon abge... Fuchs, ich bin gerade erst da runtergesprungen. Holt er mich auch hier hoch? Ja, Marco holt mich auch hoch. Ich wollte eigentlich stehen bleiben. Weil es so schön ist, Mama. Ich will hier rein. Wenigstens wäre das erledigt. Das ist Kraut. Aber keine Ella. Ah, du hast auch nicht. Ich werde nicht tun, dass ich ihren Kopf in meinen Händen halte. Ich habe eine Handgranate. Ja, ich habe dir schon eine Menge zugeschmissen, Fuchs. Ich habe aber gerade keine mehr. Ich habe auch viele schon verbraucht. Das war eine große, böse Schlange. Mit 1000-Füßler-Zähnen. Und weißt du, was das Problem ist? Die hat sich aufgelöst. Da können wir nicht mal eine Handtasche mehr draus machen. Das ist doch blöd. So eine unsichtbare Handtasche. Wie cool wäre das denn? Ja, die da ihre Organe und alles auch unsichtbar waren, dann du greifst in die Luft. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Und hast du es in der Hand? Captain! Sucht ihr nach mir? Willkommen in China. Ada! Nicht schon wieder. Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Er würde dasselbe für uns tun. Er würde uns auch ermorden. Solange er noch eher halbwegs sehr. Das war eine neue Sorte. Das wird eine neue Sorte. Marco! Da gibt es so ein einzelnes Hauptviech. C4-Sprengsatz. Jetzt boxt er C4. Wenigstens wegen was boxen, ne Chris? Ja, ich hab da wirklich 10 Munition eingesammelt. Das ist immer so ein schönes Spiel. Flöp, 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 flöp. Ja, schön ja, das nein, das war Dingens hier, der das auch konnte. Marco, ja. Und Finn. Finn war das. Marco hatte bloß noch welches. Chris, wir müssen Ruhe bewahren. Nach allem, was sie uns angetan hat... Wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Sie haben ja recht, Captain. Aber ihr persönlicher Rachefeldzug bringt uns nicht weiter. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Ich glaub schon. Und? Glaub ich auch. Geht es ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Halt den Mund! Wir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, hä? Was ist mit ihnen los? Gut, dass Finn nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Das war fies. Ich werde mir Ada vorknöpfen. HQ, hier Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Ich komme mit. Jemand muss auf sie aufpassen. Ob sie wollen oder nicht.
Gut, dackel ich dir einfach hinterher. So ist brav. Auch wenn du mich wahrscheinlich eher gerade lynchen möchtest. Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle Teams, Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie liebend. Was? Nö. Da nimm, Fuchs. Wie man diese schönen Blendkanne hat. Ja. Captain. Was kann ich gegen sie tun? Captain. Hierher. Hierher. Ich wollte mal ausprobieren, was die verschiedenen Knöpfe machen. Captain. Captain. Mach ich demnächst auch, Fuchs. Mach, ist kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Capitano. Kapitanski. Renofieldo Sama. Wenn Sie mir folgen wollen. Möchtest du heute Kai kaputt machen? Vielleicht. Solange Sie die Regeln einhalten, gibt es keine Probleme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Nein. Ich sollte Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Ich weiß genau, wie Ada euch in die Falle locken könnte. Die stellen ein paar Kisten irgendwo hin. Natürlich. Bist du gerade ein bisschen gesprungen? Scharfschützen! Da oben! Hat Fuchs Munition? Ja. Der hat gesessen. Irgendwofür muss das ja auch gut sein. Das ist eine Sackgasse. Die werde ich jetzt schlagen. Einer. Ja, noch ein Scharfschütze irgendwo. Ja, die andere Zielt Seite. Auf mich. Andere Seite, Fuchs. Fuchs, hinter dem grünen Boot, an dem du stehst. Dritte Position, links. Irgendwo hinter diesem Schirm, auf den du gerade guckst, muss der sein. Ich wollte gerade sagen, dann musst du den aber nur angekratzt haben. Wer so ein Geschoss abkriegt, der steht nicht wieder auf. Scharfschütze. Und er steht wieder auf. Ach, du Scheiße! Also das waren jetzt drei Schüsse gleichzeitig, die überlege ich nicht. Und das waren keine drei, Fuchs. Da wurden überall nur noch Laser. Fuchs, lass es mich so sagen, das waren mehr als drei. Wenn Sie mir folgen wollen, gut. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Solange Sie die Regeln einhalten, gibt es keine Probleme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen.
meine Lampe wieder umwackelt. Ich bin ja durchaus gewillt, die quasi hervorzulocken, aber... Das funktioniert erst, wenn wir beide hier draußen flüchtig. Da ist der Erste. Tschüss. Da sehe ich die Nächsten. Ja, und einer von denen hat sofort dich ins Visier genommen. Ich muss aufstehen, dass ich nicht bin. Fuchs, wo liegst du? Gleich in der Nähe, die entgegenkommt. So. Von deiner Decke siehst du den nicht. Da oben sitzt du also beide, ja? Da oben sitzt du beide. Ich hab gesagt, ihr beide. Ihr geht's gut, sie schießt. Ich versuche noch die Scharfschützen zu eliminieren. So. Was ihr so gerade geglückt ist mit Nummer 3. Mit dem vorbeifahrenden Zug, der noch einen Rhythmus dazu macht, habe ich das Gefühl, er fängt ein Lied an. Ha! Fuchs hat mich nicht zum Stolpern gebracht. Ja, ich höre euch. Bin ich jetzt gelaufen? Nee. Habe ich den jetzt auch mit erwischt? Ich hoffe es. Das kann so unmöglich in Bewegung bleiben, damit die Scharfschützen. Ja, nicht wirklich was machen können. Also Kai hat ja jetzt hier einen Weißen. Ich glaube, diese machen auch Scharfschützen. Ja. Ich bin doch nicht so dumm, mich von Ada Wong in eine Falle locken zu lassen. Oh, warte. Hier, ich glaube, Ada Wong hat uns in eine Falle gelockt. Lass sie nicht sagen, Captain. Den Pierce. War's das mit dem? Ja, den hast du weggekontert. Sehr gut. Oh, ein Mutant! Ein Mutant! Ich hab, glaube ich, noch die Rüstung von ihm weggeschränkt. Oh, oh, oh! Der redet so ein bisschen wie so ein Säule wieder. Pierce! Wurde gerade erschossen. Ja? Pierce, sie sind tot. Ja. Ich dachte, ich sag's ihnen mal, falls sie es nicht gemerkt haben. Nur so als Hinweis. Wenn Sie mir folgen wollen, gut. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Solange Sie die... Aber queren Sie mir nicht in die Komme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Spieler Ada. Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Ich traue meinem Captain alles zu, besonders dass er in eine Falle läuft. Sie sollten Ihrem Trauen etwas mehr zu, Captain. Ja, komm raus, komm raus. Erwischt. Das war einmal einer. Das war der zweite.
Der hat Mittagspause. Der will nicht. Der wartet auf die zweite Gruppe, auf den großen Ansturm. Ja, die Gefühle habe ich auch. Ich versuch die mal rauszulocken. Fuchs, du kannst in der Zeit was machen. Interessanterweise. Dürfte ein Scharfschütze sein, die du gerade geschossen hast, Fuchs. Ja. Auch anders. So schön, wenn ich hier Scharfschützen zu. Ich hab reichen, wenn ich einfach sehe, wo die sind. Das war. Hier rechts von euch ist einer. Ich auf der Seite da. Irgendwo da drüben. Können wir hier nicht irgendwo abhauen? Jetzt die Tür! Fox! Fox! Ja! Ha! Vader! Reißen Sie sich zusammen! Der Heli greift uns gleich an! Wir sitzen auf dem Präsentierteller! In Deckung! Verdammt! Ja! Och ja! Wir würden uns noch nie von Ada in eine Falle locken. Wir würden niemals aus einer Falle von Ada rauskommen. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht reden. Weg hier. Hier, was Ada hat das extra so gemacht. Wenn die schon was macht, dann möchte die auch ein bisschen spielen. Eben. So ein bisschen Katz und Maus. Eben, so wie hier, die Ratte im Labyrinth, ne? Die Ratte im Labyrinth? Das kennt man doch hier, so Laborratten, die werden in den Labyrinth gesetzt und gucken, wie clever die sind. Ach so, ja. Und genau so macht Ada mit euch. So ein kleiner schöner Fahrt. Wenn wir es zu dem Gebäude schaffen. Seid ihr in einem Gebäude? Richtig, Pierce. Bin mir gar nicht sicher, wie weit vor Fuchs läuft. Zu weit vor anscheinend. Captain! Kapitän! Ich dachte, du warst direkt hinter mir. Nein!
bist du denn abgebogen? Ich habe meinen Gegner geprügelt, damit du an mir vorbeikommst. Seitdem war ich hinter dir. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht reden. Weg hier. Abgesehen davon wollte Chris irgendwann mal nicht um den Vorraum kommen. Wieso wuchs an der Stelle? Hast du mich überholt? Bewegung! 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 Vor allem vergesse ich immer zu beim Laufen zu sprinten. Jetzt sind wir beide tot. Ja, wir müssen die ganze Zeit auf X gedrückt halten zum Sprinten. Ja, das weiß ich. Ich vergesse es bloß immer, Fuchs. Wie ich gerade sagte, ich vergesse es immer. Das macht das auch mit dem Springen sehr viel einfacher. Ja. Das kann doch nicht wahr sein! Nicht reden! Weg hier! Oh, drückt halt nur einen Laufen. Bewegung! Ich meine, die Gegner macht der Helikopter schon völlig fertig. Das ist alles kein Problem, bloß mein Daumen wird rutschig. Dementsprechend ist das mit dem Steuern schwer. Alpha an HQ. Ada One gesichtet. Starten Verfolgung. Hier HQ. Ada One wurde am Kanal gesichtet. Charlie und Delta Team. Sicherheitsdienst und Schenkel. Gut, von hier aus können wir den Heli runterholen. Was noch? Ja, dann holen Sie den Helikopter vor Höhe Nummer 2. Ja. Erstmal dafür Munition haben. Hinter dir liegt rotes Kraut. Und grüne so und Granaten. Und hey, du bist im guten Raum gelandet. Granaten schon mal gefunden, das ist schon gut. Ist das mein Granatwerfer? Nein, 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 weiter. Genau der. Hat der meine Granate abgeschossen? Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Schön ausgeleuchtet, wie wir da sitzen. Ja.
schön. Hey, Pierce, bist du granatensicher? Nein. Schade. Daran solltest du arbeiten. Ich bin auch nicht helikoptersicher, merke ich gerade. Geht doch. Ich glaube, der ist auch genau durch die offene Tür geflogen, wie das aussah. Krieg ich dafür auch wieder eine Trophäe? Nee. Mann, nö. Du kriegst nicht für alles eine Trophäe. Ich möchte aber. Schön, dass ich das geschafft habe. Ja. Das war's. Und jetzt zu Ada. Verstanden. Ist schon überhaupt nicht mehr. Chris, wir sollten das nicht tun. Ja, ist in Ordnung, Chris. Chris, es gibt auch noch andere Sachen im Leben als Ada. Nicht viele. Und vor allem nicht jetzt. Es gibt auch schöne Dinge wie Blumen und. Beide geizig. Sie ist hier! Wo? Ja, hier, weil bei da. Okay. So kann man das auch klären. Fuchs, kommst du zu mir? Ja. Nein, den hier.